Er, der jetzt hier gleich kommen wird, weiß nicht, dass wir gestern schon über seine Themen intensiv gesprochen haben. Wir kamen über ChatGPT und KI auf das Thema Stadtreinigung und wie das alles besser laufen könnte und wie es die Menschen auch einfacher verstehen. Heute dazu haben wir jetzt den Experten und ich begrüße ganz herzlich zu seiner Keynote den Professor Dr. Rüdiger Siechau. Er ist Geschäftsführer und Sprecher der Stadtreinigung Hamburg und er wird uns anhand eines Praxisbeispiels der Stadtreinigung Hamburg zeigen, wie klimaneutral eine Zukunft schon vor 2050 möglich ist. Einen großen Applaus für Herrn Siechau. Guten Morgen. Morgen. Möchten Sie ans Pult oder möchten Sie mit Ihrem Mikrofon arbeiten? Ich gehe ans Pult, wenn ich weiß gar nicht, ob zwei Formen. Achso, das eine machen wir aus und das andere machen wir an. Und Sie kriegen hier von mir noch ein bisschen Technik. Ich habe gehört, Sie wollen noch ein bisschen klicken. Ja, ich hatte. Ich habe eine Präsentation mitgebracht, dann hat es vorhin geheißen, das wäre technisch nicht möglich. Dann hatte ich mich auf ohne Präsentation eingestellt und jetzt gibt es eine Präsentation und insofern denke ich... Wie es Ihnen am liebsten ist? Ist es gleich. Also ich habe Bilder mitgebracht, ein bisschen Text mitgebracht, ich werde Ihnen das zeigen. Und sind wir denn technisch in der Lage? Ja, oder? Gut, dann freuen wir uns. Ich habe ja gesehen, die meisten, es gab ja ein kleines Frühstück unten. Ich habe ein paar Bilder, die sind vielleicht nicht so gut für einen nüchternen Magen. Ja, ja, sagen wir dann. Na, ja, die brauche ich, glaube ich, nicht dann. Ja, erstmal nochmal offiziell einen schönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich gehöre auch zu denjenigen, die zum ersten Mal dabei sind und habe ein bisschen ins Programm geguckt, gestern auch ein bisschen ins Internet geschaut. Und die Themen sind nicht nur spannend, sondern unheimlich vielfältig. Und insofern glaube ich, ist es auch relativ simpel, hier spannende Diskussionen hervorzurufen. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich die Möglichkeit habe, über Klimaschutz zu reden. Na, Klimaschutz ist ja in den letzten Wochen, Monaten vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt worden durch Krieg, aber auch durch Corona. Und außerdem wäre das vor Jahren undenkbar gewesen, dass man so einen Mülli wie mich einlädt, um über Klimaschutz zu reden. Und ich hatte das Thema schon mal vor fast 20 Jahren auf einer großen Messe auf der IFAD in München hochgezogen im Rahmen unserer Verbandsarbeit. Und da bin ich ziemlich geprügelt worden, aber unterm Strich habe ich mich durchgesetzt. Und die Abfallwirtschaft, insbesondere die Kreislaufwirtschaft, leistet ja unheimlich große Beiträge zum Klimaschutz und auch zur Ressourcenschonung. Das sind die Bilder, wo ich sagte, ich hoffe, Sie haben gleich noch ein paar andere. Ich hoffe, Sie haben schon ein bisschen was gefrühstückt. Da ist die Frage, wie viel Zeit bleibt denn eigentlich noch? Und wenn Sie sagen, wir gucken mal, was alles schief läuft, dann läuft natürlich schief, dass wir immer weiter Abfälle produzieren. Wir in Deutschland, in Hamburg, sind natürlich sehr stark dabei, Abfälle zu reduzieren, Abfälle getrennt zu sammeln. Aber wenn man mal den Blick weitet, europaweit oder auch weltweit, nehmen die Abfälle weiter zu, riesige, riesige Mengen und können in 2050 sogar um 70% steigen. Das sind die Voraussagen und insofern sagt natürlich auch der UN-Vorsitzende, unser Planet oder wir liegen eigentlich schon auf der Intensivstation. Und dann haben wir momentan auch noch eigentlich das Paradestück der Abfallbehandlung, die thermischen Anlagen, die Müllverbrennungsanlagen, eigentlich in der Kritik, weil sie natürlich auch CO2 ausstoßen. Jetzt sollen wir dafür auch noch Steuern bezahlen. Darüber kann man streiten, da kann man auch drüber diskutieren. Ich hätte es besser gefunden, wenn man Geld bekommen hätte, um in Anlagen zu investieren, um vielleicht auch diese Dinge dann abzuscheiden. Ja, das sind die Bilder. Was hat uns bewegt? Warum haben wir wenig Zeit zum Handeln? Ich denke, wir haben kaum mehr Zeit. Planvolles Handeln ist angesagt. Und die Experten sagen, dass sich in der Tat die Extremwetterereignisse in den letzten 50 Jahren mehr als verdreifacht haben. Da muss man auch, glaube ich, gar kein Wissenschaftler sein. Das merkt man einfach. Man merkt das. Und die Folgen sind solche Bilder wie aus dem Ahrtal. Aber ich habe nicht nur Bilder, sondern ich war selbst zugegen in einer Müllverbrennung. Bei uns in der Kipphalle kam ein Walking Floor Auto, ein Riesenauto, voll mit Müll geladen. Da geht die Klappe hinten auf. Und ein ganzes Leben kommt dort hinten raus.
Betten, Kinderspielzeug, Sofas und in dem Müllbunker. Das ist alles hinüber. Und das macht natürlich traurig. Und das sind dann auch Gründe, wo wir als Unternehmen gesagt haben, wir müssen noch mehr für den Klimaschutz tun. Und dann gibt es auch immer, was ich ganz gerne erwähne, auch so eine private Geschichte, warum ich mich wirklich engagiere. Ich bin jetzt schon, sieht man mir vielleicht gar nicht an, aber ich bin schon dreimal Opa. Und die kleinen Kinder sollen natürlich auch ein ordentliches Leben haben. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass wir die Welt auch enkeltauglich gestalten. Wenn man sich mal anschaut, wer alles wann klimaneutral werden will, dann hat man das Gefühl, das ist so ein Wettlauf. Europa fängt an, dann kommt Deutschland, dann kommt Hamburg und dann haben wir noch eins draufgesetzt. Aber das war nicht der Sinn, nicht der Grund. Wir wollen nicht besser sein als andere oder wie man da, wo ich herkomme, wie man sagt, wiesnäsig sein, sondern wir haben da lange drüber nachgedacht, haben gesagt, wir können es schaffen, bis 2035 klimaneutral zu werden. Also insofern, es fehlt nicht an Zahlenwerk, es fehlt auch nicht an Absichten, aber es fehlt einfach an Taten. Vielleicht mal ein kurzer Überblick, weil ich ja gerade gehört habe, nicht alle sind aus Hamburg, sonst in Hamburg ist Stadtreinigung Hamburg schon ein Begriff. Und 2 Sekunden auch für den Werbeblock. Wir sind seit mehreren Jahren das beliebteste Hamburger Unternehmen. Werbeblock beendet. Und sind der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger in Hamburg, also sind für alle Abfälle aus Haushalten zuständig. Wir sammeln die, behandeln die, natürlich alles umweltfreundlich, umweltschonend und versuchen natürlich auch Menschen dazu zu bewegen, weniger Müll zu produzieren. Und das, was am Abfall produziert wird, versuchen wir natürlich auch wieder in den Stoffkreislauf zurückzuführen, soweit das geht. Es geht nicht immer. Wenn es nicht geht, dann werden wir das in unseren Anlagen thermisch oder biologisch behandeln und auch entsprechende Energie erzeugen. Ja, das vielleicht zum Blick dahin. Und das ist eine Folie, was hat uns bewegt, was machen wir eigentlich? Und da ist eine Ansage im Unternehmen, deshalb das erste Bild, Papier vollschreiben. Also wir haben gesagt, wir haben jetzt genug Papier vollgeschrieben, also wir wollen die Zweidimensionalität verlassen und ins Machen kommen, also dreidimensional werden, entsprechende Dinge umsetzen. Wir haben auch im letzten Jahr einen schon auch hochkarätig besetzten Klimagipfel durchgeführt, haben die Dinge alle durchgekaut, die wir vorhaben, die wir machen wollen. Und uns sind auch sehr, sehr viele Ideen gekommen, was man alles machen kann. Und dazu muss man natürlich geordnet vorgehen, geregelt vorgehen, überlegt vorgehen. Es geht nicht nur um ein Maßnahmenpaket, sondern wir haben eine echte Klimabilanz gemacht, wir haben ein Klimakonzept gemacht und haben all die Dinge hintereinander geschrieben, die wir vorhaben, die wir auch umsetzen wollen. Und dann kommt ein bisschen auf der rechten Seite dargestellt sehr schnell die Frage, was ist denn mit dem Bezahlen? Und was natürlich nicht sein kann, dass man sagt, ja, wenn es nicht zu bezahlen ist, dann kann man es nicht machen, man muss da auch, denke ich, ein bisschen intensiver, länger drüber nachdenken. Man darf nicht nur bei der reinen Betriebswirtschaft aufhören, sondern man muss auch gucken, wie sind die Klimafolgen und wie kann man das Ganze verargumentieren. Aber es bleibt letztendlich die Frage, wenn ich große Investitionen tätige, dann brauche ich das Geld dafür. Ich brauche auch eine entsprechende Liquidität für diese Geschichten. Wir haben im Unternehmen den Klimaschutz auf 5 Säulen gestellt. Also Sie sehen auch hier schon, wir haben das wirklich sehr, sehr strategisch aufgebaut. Wir haben gesagt, all die Dinge, die wir selbst bewegen können, also Umweltbildung. Wir haben eine eigene kleine Abteilung für Umweltbildung, Umweltschutz, Klimaschutz gegründet, die sich nur damit beschäftigt, auch auf Bürgerinnen und Bürger, natürlich auch die Mitarbeitenden einzuwirken, zum Beispiel Wiederverwendung zu betreiben oder unsere Recyclinghöfe zu besuchen und auch zu nutzen. Oder auch unseren Einkaufsguide zu nutzen. Ein kleiner Einkaufsguide, da steht drin, welche Produkte klimafreundlich sind, welche nicht. Oder wo kriege ich unverpackte Lebensmittel? Wir haben mit der Industrie auch auf Anraten dieser kleinen Abteilung haben wir eine Kunststoffinnovative gemacht und haben aus dem gelben Sack, also aus getrennt gesammelten Kunststoffen, dann wieder Kunststoffbehältnisse hergestellt, die wir dann auch
im Markt, im Wettbewerb verkauft haben. Und wenn viele sagen, ja, man muss ja Kunststoff recyceln, das war ein unglaublicher Aufwand, ein unglaublicher wissenschaftlicher Aufwand, technischer Aufwand, damit man nicht irgendwelches Waschen, nicht flüssige Waschmittel in so eine Flasche füllt. Und irgendwann können Sie den Laden nicht mehr betreten, weil das ganze Zeug ausgelaufen ist. Also das ist nicht simpel. Und da alle Beteiligten an diesen Prozess zu bekommen, das ist schon schwierig. Die Getrennsammlung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur die Abfallvermeidung, auch die Getrennsammlung, damit man eben das getrennt Gesammelte dann auch entsprechend weiterverarbeiten kann. Man muss Papier nicht der thermischen Behandlung zuführen. Man kann es getrennt sammeln, wieder Neuware herstellen. Und all das, was wir eben nicht so behandelt bekommen, daraus machen wir Strom und Wärme in thermischen Prozessen. Dann haben wir unseren Fuhrpark, den wir jetzt sukzessive umstellen auf alternative Antriebe. Nicht nur ein paar Autos, sondern komplett. Und wir haben ein paar Zukunftsprojekte, die ich Ihnen gleich noch mal näher bringen will. Dazu gehört eine Wasserstoffstrategie. Dazu gehört natürlich auch die Defossilisierung, Dekarbonisierung der Stadtreinigung. Wie sieht unsere Klimabilanz aus? Sie müssen sich nicht die Zahlen merken, nur mal, dass Sie ein Gefühl bekommen. Da sehen Sie, dass wir in unseren Kernprozessen eine Menge über 300.000 Tonnen CO2 emittieren. Das sind die Emissionen aus den Abfallverwertungsanlagen, die ja die Abfälle in erster Linie vor der Umwelt schützen. Aber es gibt CO2-Emissionen. Die Nebenprozesse in Scope 3 sind relativ gering und in Scope 2, das ist der Verbrauch der eigenen Energien, das ist auch nicht so viel. Und die vermiedenen Emissionen, das ist der größte Batzen durch all die Dinge, die wir schon machen. Aber diese vermiedenen Emissionen werden uns per Definition nicht zugerechnet, sonst wären wir schon längst klimaneutral. Das ist eigentlich schade, aber in den Genuss letztendlich kommen diejenigen, die diese Dinge eben anwenden. Um das mal im Detail zu machen, was sind das für Dinge, die man da machen kann? Allein dadurch, dass wir schon seit langen Jahren nicht mehr deponieren, spart man natürlich eine Menge CO2, 150 Kilo pro Tonne Abfall. Deponierung ist ja in Hamburg auch verboten, aber wir waren das erste Bundesland, die 6 Jahre, bevor es gesetzlich erforderlich war, nicht mehr deponiert haben. Wenn Sie das mal hochrechnen, dann haben wir da schon fast 500.000 Tonnen CO2 eingespart. 500.000 Tonnen CO2. Ein LKW verbraucht 30 oder belastet mit 30 Tonnen pro Jahr. 500.000 Tonnen allein durch solche Maßnahmen. Oder wenn wir das Papier getrennt sammeln, sparen wir fast 2 Tonnen CO2 pro eingesammelter Tonne Altpapier. Sammeln fast 100.000 Tonnen in Hamburg. Also da läppert sich das richtig zusammen und da kommt auch in der Tat wirklich eine Menge bei rum. Was haben wir weiterhin an großen Projekten gemacht? Wir haben also unsere Werkstatt saniert, komplett saniert, Kfz-Werkstatt, also gedämmt, andere Beleuchtung rein, Schalldämmung, Wärmedämmung reingebaut, andere Energieerzeugung. Das hat eine Menge Geld gekostet, ist auch gefördert worden. Aber wir haben gesagt, das müssen wir machen, um Zeichen zu setzen und wollen jetzt unsere gesamten Gebäude weiter sanieren. Da haben wir eine Einsparung von 200 Tonnen pro Jahr. Dann die Umstellung des Fuhrparks. Bei 1200 Fahrzeugen ist das schon eine ganze Menge. Und wenn man jetzt aus der Presse hört, jetzt sollen auch Ladestationen gefördert werden, da erkennt man, dass man vielleicht da ein bisschen spät drüber nachgedacht hat. Weil wenn Sie solche großen Fahrzeuge laden wollen, brauchen Sie riesige Energiemengen. Und die gibt es nicht an jeder Ecke. Ja, bisher kommt bei uns noch solche Energie über Kabel. Und das liegt auch nicht überall. Und das ist ja auch in einer Großstadt relativ schwer zu verlegen. Also da haben wir auch, was ich gerade sagte, 30 Tonnen CO2 pro Fahrzeug, was wir da einsparen. Dann haben wir ein Wasserstoffprojekt an unserem großen Biomassewerk in Bützberg, also in der Nähe von Hamburg. Erzähle ich Ihnen gleich noch was drüber. Und wir haben ein Projekt oder mehrere Projekte, die einmalig sind in der Republik, bisher einmalig. Wir haben eine zusätzliche Wärmenutzung in unseren Abfallbehandlungsanlagen. Da sparen wir nochmal 150.000 Tonnen
CO2 und das immer jedes Jahr. Das sind also nochmal die Zahlen zu der Werkstatt. Das ist das, was wir im Fuhrpark machen. Wenn wir bis 2035, das ist unser Ziel, klimaneutral werden wollen, die Fahrzeuge 10 Jahre nutzen, müssen wir jetzt anfangen umzustellen. Und wenn Sie sich dann mal in der Industrie umschauen, wie viel Möglichkeiten es denn schon gibt, Wasserstofffahrzeuge oder Brennstoffzellenfahrzeuge, elektroangetriebene Müllautos zu bekommen, dann ist das relativ wenig. Und die Investitionen, die sind enorm. So ein Müllauto kostet tutto completo 300.000 Euro. Eins mit Brennstoffzelle kostet über 1 Million Euro. Sehen Sie mal, was da alles auch in den Investitionen auf uns zukommt. Dies ist ein Projekt, was wir auch gefördert bekommen. Da sind wir in der Tat schon sehr stolz drauf. Wir haben vor die Kompostanlage, die wir damals der E.ON abgekauft haben, dort haben wir eine Fermentationsanlage gebaut, erzeugen dort Biogas. Jetzt erzeugen wir zusätzlich Wasserstoff, haben einen Elektrolyseur geplant und bestellt. Mit grünem Strom werden wir dort Wasserstoff erzeugen und werden diesen Wasserstoff noch in die Fermenter drücken, um dort das restliche CO2, was in den Fermentern ist, umzuwandeln in Biogas. Also dann letztendlich eine doppelte CO2-Senke, die wir hier haben und haben um fast 50% die Biogasausbeute erhöht. Das Biogas reinigen wir und drücken es dann ins öffentliche Netz. Das sind nochmal die Dinge, die wir momentan in unseren Anlagen machen. Die erweiterte Wärmenutzung, also wir nutzen noch die Energie der Abgase, damit Sie mal ein Gefühl dafür bekommen, das ist in einer Anlage, große Anlage an der Borsigstraße, das sind 60 Megawatt, die wir dort zusätzlich rausholen, nur durch Nutzung der Abgasenergie, ohne Müll mehr zu verbrennen. Und 60 Megawatt sind 4 Siemens Gamesa-Turbinen, die momentan größten Turbinen der Welt. Also was da 4 solcher Turbinen machen, machen wir hier durch Abgasnutzung. In einer weiteren Müllverbrennungsanlage haben wir das vor. Und an dem großen Entsorgungszentrum, was wir im Moment planen, werden wir das auch machen. Und in Summe versorgen wir einen Großteil Hamburgs. Der Senator weiß das, weil er Vorsitzender, Aufsichtsratschef der Hamburger Energiewerke, Wärmewerke ist. Und denen liefern wir dann die Wärme für Hamburg. Natürlich haben wir da noch weitere Dinge an unseren Müllverbrennungsanlagen. Wir wollen auch zukünftig durch Carbon Capture, also auch das CO2 abscheiden. Das sind dann die nächsten Schritte, die wir vornehmen. Und hier sehen Sie einfach mal, wie sowas aussieht. Das ist eine geordnete Jahresdauerlinie des Wärmebedarfs in Hamburg, Haushaltswärme. Und wenn Sie da mal sehen, der graue Balken unten, das ist die Borsigstraße, liefert die gesamte Wärme, Grundwärmelast. Und ich bin natürlich froh, dass im Rahmen dieser Heizungsdiskussion endlich auch mal über kommunale Wärmeströme geredet wird und natürlich auch über Wärme aus Abfallbehandlungsanlagen, die ja auch quasi als klimaneutral gesehen wird. Und das ist das, was wir in Zukunft weiter vorhaben, also eine echte Kreislaufwirtschaft mit den Abfällen. Wir wollen mit eigenem Strom auch aus der Müllverbrennung Wasserstoff erzeugen, wollen Wasserstoff mit CO2 vereinen, das wir auf der anderen Seite wieder abgeschieden haben, Methan erzeugen, Methanol erzeugen. Das ist natürlich noch ein weiter Weg. Das ist auch ein Weg, wo wir Technik entwickeln müssen. Dafür haben wir ein eigenes wissenschaftliches Institut gegründet. Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich nicht nur, dass das Ganze funktioniert, sondern es muss auch finanziert werden. Und ganz wichtig, glaube ich, auch als letztes Wort auch für den heutigen Tag, man muss so Dinge immer gemeinsam machen. Und gemeinsam heißt alle müssen mitmachen, ja, um wirklich Klimaschutz zu betreiben. Und dann komme ich wieder zum Anfang, damit die Welt enkeltauglich wird, dass ich dann irgendwann auch beruhigt in den Ruhestand gehen kann. Haben Sie herzlichen Dank.